In schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich selbst nicht zu verlieren. Denn die äußere Welt verändert sich auf sehr herausfordernde und schnelle Art und Weise. Und das verlangt uns allen ganz viel Kraft. Und die Dinge zerren und rütteln an uns. Und daher ist es wichtig, den Bezug zu sich selbst nicht zu verlieren und immer wieder das Gefühl herstellen zu können, bei sich selbst anzukommen und in das innere Zuhause zurückkehren zu dürfen. In der letzten Meditation haben wir den Blick nach innen gewendet und beobachtet, was wir dort wahrnehmen können. Heute werden wir das weiter fortführen. Wir geben dem, was wir in uns wahrnehmen, einen Raum. Nimm dir nun also einen Moment Zeit, um deine ganz eigene und persönliche Meditationshaltung zu entdecken. Wie immer kann das eine liegende Position oder eine sitzende sein. Wenn du dich setzen möchtest, dann nimm dir gerne eine kleine Sitzunterlage zur Hilfe, beispielsweise ein Kissen, damit dein Sitz gemütlicher werden kann. Du kannst dich natürlich auch gerne auf eine Couch setzen oder legen oder deinen Lieblingsstuhl benutzen. Die äußere Form der Meditationshaltung ist dabei gar nicht so wichtig. Du kannst sogar im Zug oder anderswo sein, obwohl natürlich ein ruhiger und ein Lieblingsort, den du magst, die Einkehr nach innen erleichtert. Wenn du also soweit bist und gut angekommen bist, dann bring die Aufmerksamkeit zu dir. Du kannst gern die Augen schließen. Und dann spür ruhig noch einmal den äußeren Raum, der dich umgibt. Seine Klänge und Geräusche, seine Temperatur, seine Luft. Nimm dann deine eigene Haut wahr. Das ist die äußerste Hülle deines Körpers. Nimm wahr und spüre, was deine Haut berührt. Spür also die Kleidung auf deiner Haut aufliegen. Nimm wahr, ob es zwischendurch einen engen und einen weiten Kontakt gibt. Und ob du sogar einen kleinen Luftzug zwischendurch spürst, der deine Haut auf ganz sanfte und behutsame Art und Weise streichelt. Schenk deiner Haut ein entspanntes Gefühl und lass sie weich und glatt werden. Lass dann auch ein Gefühl des Entspannens durch die Haut in die Muskulatur hineinfließen. So kann sie die Anstrengung und die Anspannung abgeben, die im Moment noch in ihr steckt. Probier auch deine Gelenke weiter werden zu lassen und sie zu entspannen. Nimm dann wahr, was du selbst berührst. Die Unterlagen unter dir. Und lass dich ein wenig in diese Berührungsflächen nach unten hineinschmelzen. So kannst du den Halt unter dir erfahren, mit dem du dich verwurzeln und verbinden kannst. Aus diesem Gefühl des Geerdetseins kann nun ein Gefühl des Wachsens und der Lebendigkeit entstehen. Sei also nach unten gut verwurzelt, finde dort Halt und einen Ruheanker und sei nach oben leicht und frei und lebendig. Nimm dir dann die Zeit, um für ein paar Atemzüge deiner Atmung zu lauschen. Atme dafür ganz bewusst ein paar Mal tief ein und tief aus. Tief ein und tief aus. Und dann lass es einfach atmen.
Spüre es einatmen und spüre es ausatmen. Es atmet dich. Es atmet ein. Und es atmet aus. Vielleicht spürst du einen Unterschied zwischen der Einatmung und der Ausatmung. Denn manchmal ist ein Atemzug länger als der andere. Oder fühlt sich einfach anders an. Nimm wahr, wie dein Körper im Atemfluss mitschwingt. Er dehnt sich sanft aus, wenn du einatmest, und er fließt wieder zurück in den Ursprungszustand, wenn du ausatmest. Du erfährst im Einatmen also eine innere Weite und einen inneren Raum. Und im Ausatmen ein Zurückkehren in diese innere Mitte. Und noch mehr. Mit jedem neuen Einatemzug, wenn sich also dein innerer Körper auf behutsame Weise ausdehnt, dann dehnt sich dieser Raum auch nach oben aus. Du wirst also mit jedem Einatmen nach oben etwas weiter aufgerichtet. Du wirst leichter und freier. Und du wirst mit jedem Ausatmen nach unten geerdet. Einatmen spürst du eine innere Größe nach oben, eine Leichtigkeit. Und eine Größe, die aus dir selbst entsteht. Denn das Einatmen richtet dich von ganz von selbst nach oben auf. Es lässt dich leichter und freier werden. Und das Ausatmen entspannt dich nach unten in die Erde. Es gibt dir Halt und Sicherheit. Einatmend entsteht eine innere Aufrichtung und eine Größe in dir, in der du dir selbst und der äußeren Welt auf eine neue Weise begegnest. Und das Ausatmen entspannt dich in diese innere Größe und Aufrichtung. Und es lässt dich damit an einem Ort, an dem du jetzt gerade bist, ankommen. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Und während es dich atmet, möchte ich dich einladen, nun auch die Aufmerksamkeit in deine Gedankenwelt zu bringen. Stell dir dafür vor, dass du nicht unbedingt und nicht zwangsweise mit deinen eigenen Gedanken verhaftet sein musst. Stell dir vielmehr vor, du würdest sie einfach aus einer neutralen Perspektive heraus beobachten. Du siehst und beobachtest ganz einfach, was dir gerade durch den Kopf geht. Aber du bewertest das nicht. Du siehst die Gedanken kommen und du siehst sie auch wieder gehen. Es ist wie ein Film, den du betrachtest. Und dabei ist es jetzt gar nicht so wichtig, ob das angenehme oder weniger angenehme Gedanken sind. Denn sie sind sowieso da. Und da sie da sind, dürfen sie auch Raum und Platz haben. Es geht auch nicht unbedingt darum, diese Gedanken zu kontrollieren oder gar stoppen zu wollen.
Probier das nicht. Probier gar nicht, das Loslassen zu erzwingen, denn es wird nicht funktionieren. Nimm sie einfach wahr und beobachte, was sie in dir auslösen. Sicherlich sind das auch Gedanken, die sich um diese schwierigen Zeiten drehen. Vielleicht sind es Ängste, Befürchtungen oder Sorgen, wie es weitergeht. Vielleicht sogar Wut auf dich selbst, auf andere oder auf bestimmte Dinge. Denn je emotionaler eine bestimmte Situation ist, desto mehr beschäftigt sie uns, ob wir das wollen oder nicht. Mit jedem Gedanken sind auch bestimmte Gefühle verbunden. Nimm sie auch wahr und gib ihnen den Raum, den sie jetzt brauchen. Wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment? Unsere Gefühle spiegeln sich auch im Körper wider. Unser Körperempfinden spiegelt unsere Gedanken. Wo sind zum Beispiel diese Gefühle, die Ängste und Sorgen oder die Wut, wo sind sie körperlich besonders gut wahrnehmbar? An welchen Stellen kannst du jetzt etwas spüren? Wie manifestiert es sich im Körper? Nimm es wahr und beobachte es. Und wenn es dir zu unangenehm ist, dann ist immer die Atmung dein innerer Anker, zu dem du zurückkehren kannst. Du kannst dir das Einatmen dazu nutzen, um wahrzunehmen, wie es dir geht und was du fühlst. Das können angenehme Dinge sein, aber auch unangenehme Dinge. Du nimmst sie im Einatmen wahr. Und mit jedem Ausatmen kannst du es loslassen und innerlich freier werden. Du atmest das, was du wahrnimmst, ein. Und du atmest es dann aus, um davon etwas freier zu werden und dich nicht damit zu verhaften. Tief einatmen, tief ausatmen, ein und aus. Das, was da ist, das darf da sein. Es darf Raum haben. Ganz gleich, was es ist oder was kommen wird. Lass es geschehen, ohne etwas verändern zu müssen. Denn es geht nur um das Wahrnehmen und das Eintauchen in den Moment. Es geht nicht um das Bewerten. Es darf sein, wie es jetzt ist. Und deine Atmung ist immer dein innerer Anker, zu dem du zurückkehren kannst, immer wieder. Du atmest ein und du atmest aus. Bleib also immer wieder im Wahrnehmen dessen, wie du geatmet wirst. Es atmet dich.
die Aufmerksamkeit in die Wendepunkte deiner Atmung. Es gibt zwei davon. Den einen, wenn sich die Einatmung in ihrer Fülle der Ausatmung zuwendet. Und den anderen, wenn sich die Ausatmung in ihrer Leere der Einatmung öffnet. Manchmal sind das recht fließende Wendepunkte. Da fließt der eine Atemzug in den anderen. Und manchmal entsteht dort auch ein ganz kleiner Moment einer Pause. Wenn eine Pause entsteht, dann darf sie von selbst entstehen. Es geht nicht darum, etwas zu erzwingen oder diese Pause zu kontrollieren oder zu stoppen. Es geht nur darum, zu beobachten und etwas entstehen zu lassen. Wenn du keine Pause fühlst, ist das okay. Wenn du eine Pause fühlst, und das kann auch eine ganz kleine Pause sein, die kaum wahrnehmbar ist, dann tauche für einen Moment in diese Pause ein, egal wie lang oder wie kurz sie ist. Kontrolliere nichts, erzwinge nichts. Lass es ganz natürlich atmen. Vielleicht mit einer kleinen, ganz natürlichen Pause in den Wendepunkten, in einem oder in beiden. In der Atemfülle und der Atemleere. Diese kleine Pause in den Wendepunkten, das sind ganz besondere Räume. Es sind Räume der Stille. In dieser kleinen Pause ist für einen winzigen Moment nichts. Keine Bewegung. Keine Gedanken. Einfach nur Stille. Und eine tiefe innere Ruhe. Du bist ganz bei dir selbst. Ganz tief in dir verankert. Und dabei atmet dich das Leben. Stelle dich nun innerlich darauf ein, diese Sequenz langsam wieder zu beenden. Nimm wieder die natürlichen Atembewegungen deines Körpers wahr. Fühle die Form und Struktur deines Körpers. Spür den Boden unter dir. Und nimm den Raum wahr, in dem du bist. Und dann lass die ersten Bewegungen entstehen dürfen, die dich wieder erfrischen und die dir jetzt gut tun. Und dann atme auch dabei ganz bewusst und ganz tief durch. Und dann öffne sanft deine Augen. In herausfordernden Zeiten haben wir selten die Gelegenheit, uns selbst zu spüren, denn wir sind mit all der Aufmerksamkeit und all unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und es entstehen fast automatisch Ängste, Befürchtungen und Sorgen.
Das können wir alles nicht dauerhaft vermeiden oder verdrängen. Aber wir können es wahrnehmen. Wir können den Gefühlen Raum geben und sie annehmen. Und bei all dem kann uns ein ganz wichtiger Gedanke eine wertvolle Unterstützung sein. Das ist das Wissen darüber, dass wir nicht alleine sind, sondern mit uns selbst und auch mit anderen Menschen verbunden sind. Wir können Halt und Kraft in der Verbundenheit mit uns und anderen Menschen entdecken. Und das ist ein Thema unseres nächsten Meditationsimpulses. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Liebe.